Gut, wir wollen nochmal prüfen, indem ich nochmal runtergehe, ob wir wirklich dann auf der Etage von Sean bzw. Vater sind, weil das habe ich nicht so wirklich mitbekommen. Hier ist auf jeden Fall ein Terminal, aber wir rushen erstmal kurz nach unten, weil ich würde gern wissen, ob ich den Aufbau des Gebäudes verstanden habe. Und ja, habe ich. Dann habe ich eben, als wir da waren, diese Treppe ja einfach nicht gesehen. Gut, dann verstehe ich den also wirklich jetzt den gesamten Gebäudeaufbau. Und wir... Holy shit. Ach so, das ist der Gang. Ja, wieder was verstanden. Ja, und wir... Ach, schade, ich habe aus der Ferne gedacht, das wäre irgendwie ein Wackelkopf, aber nein. Noch ein Versuch. Und wir werden jetzt gleich den Terminal da knacken, aber vorher sehe ich mich mal hier in den Hinterräumen um. Die sehen recht verlassen aus. Aufbereitetes Wasser. Nicht schlecht, ist immer gut. Oh, das sah aus wie ein Magazin. Aber nein. Kann ich die mitnehmen? Dusche öffnen. Ich habe unten schon so Knöpfe gesehen, das waren aber keine Duschen. Das verwirrt mich nämlich gerade. Ja gut, dann ab zum Terminal. Ich wollte gerade sagen, da steht noch einer, aber das sind die mit der komischen Klappe davor. Ja, den kriegen wir garantiert ganz schnell geknackt. Yo, Duct, Fang, Wire, Base und Side. Oh Mann. Ja, das ist... Ich klicke inzwischen nur noch durch, seit wir den Perk haben mit den 5 Versuchen, sind wir in 90% der Fälle damit gut bedient, aber ich kann ja kurz hier Scheiß machen, wenn ich dann zurückgehe, ist das Ding eh entsperrt. Geh auf Reisen, Globus! Nicht auf diese Reise, auf diese Reise. Ich kann ihm keinen Anlauf geben, weil ich zu nah an der Wand bin, so. Ja, jetzt hat der Raum da unten 2... Oh fuck, jetzt muss ich die Mehrzahl von Globus sagen. Sind es Globi? Sind es Globonetten? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es sind einfach Globus. Weiß ich nicht. Slip. Wisp. Okay, wir werden serious. As fuck. Was ist die Mehrzahl von Globus? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, Atlas, Atlanten, das sind so Sachen, die kennt man. Kaktus, Kakteen. Ganzen Klassiker. So, und... Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe noch nie die Mehrzahl von Globus benutzen müssen. Ich habe mich da nie schlau gemacht, ja. Aber wusstet ihr übrigens, dass, so schade das auch für die deutsche Sprache ist, aber dass Atlasse und Kaktusse inzwischen gehen? Also hier Duden oder whatever wird ja immer angepasst an die deutsche Sprache, wie es derzeit steht, wie es tatsächlich benutzt wird. Und weil es die Leute so überwiegend falsch benutzen, wurde es halt angepasst. Und tatsächlich darf man inzwischen Globus, Atlasse, Kaktusse und so einen Scheiß sagen. Kellogg Konrad, erhöhte Lebenserwartung. Kelloggs gelegentliche Anwesenheit macht die anderen immer noch nervös. Zuerst dachte ich, sie wären nur durch sein Selbstvertrauen und seine Arroganz eingeschüchtert oder hätten vielleicht einfach Angst vor seiner Person. Immerhin ist er ja ein Killer. Aber beim Beobachten ihrer Reaktionen und Einschätzen ihrer Seitenblicke ist mir etwas anderes aufgefallen. Etwas, das ich vermutlich hätte vorhersehen sollen. Neid. Kellogg ist ein lebendes Denkmal für ein vergessenes Programm. Er ist ein aufgewertetes menschliches Wesen, eigentlich ein Cyborg, und die Verbesserungen, die er erhalten hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Aber die Wissenschaftler hier dürfen sich nicht für die optimierte Reflexe oder eine erhöhte Kampfstärke interessieren. Nein, die Ursache ihres Neids ist etwas Praktischeres und Ursprünglicheres, seine erhöhte Lebenserwartung. Wie lange Kellogg leben... wie lange wird Kellogg leben, wenn er eines natürlichen Todes stirbt? Wie unwahrscheinlich das auch sein mag? Das ist schwer zu sagen. Er ist bereits mehr als 100 Jahre alt, auf jeden Fall älter als jeder andere Mensch im Commonwealth. Seine gesamte Physiologie wurde verändert. Vielleicht erreicht er die 150, vielleicht sogar 200. Den Kleingeistern sei ihr kleingeistiger Neid gegönnt. Kellogg ist ein lebender Beweis für die Genialität und Überlegenheit des Instituts. Und ich empfinde durchaus Freude daran zu wissen, dass ihn das unglaublich verärgern muss. Ja. Statusberichte. Biowissenschaft, Hydro-Kulturprogramme in Betrieb, FEV-Labor offline, Robotik, Synth-Produktion nominal, Produktionsmaterialien komplett vorrätig, fortschrittliche Systeme, Kindersynth-Projekt unter vierteljährlicher Begutachtung, Waffendiagnose läuft, Phase 3 liegt im Zeitplan zurück, SEB Direktor Zimmer immer noch offline, Agent an der Oberfläche eliminiert. Einbehaltungsprogramm in Betrieb, Mustererkennungsalgorithmen ineffektiv, Anlagen, Energieleistung maximal,
Luft-Wasser-Wiederaufbereitungssysteme funktionell normal. Also nichts Interessantes. Persönliche Notizen. Das Warten geht weiter. Io kann nur Sichtungen außerhalb von Vault 111 und etwas später in Diamond City bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Werden wir uns wirklich treffen? War das alles für die Katz? Nein, das war es nicht. So oder so habe ich wichtige Dinge über mich und meine Vergangenheit erfahren. Ich darf nicht zulassen, dass mir Emotionen dabei im Weg stehen. Ich muss einfach nur beobachten und aufzeichnen. Mir wurde mitgeteilt, dass Kellogg offline gegangen ist. Seltsamerweise muss ich an Dr. Walker denken. Er hatte solch große Hoffnung in Kellogg gesetzt, so viel Vertrauen in die Implantate und darauf, was sie bedeuten könnten. Ich bedauere immer noch, das Projekt beendet zu haben, aber ich weiß, wohin uns das geführt hätte. Walker hat sich bei seinen Zielen nie zurückgehalten und zu viele andere haben ihm zugehört. Letztendlich glaube ich, dass ich recht hatte. Im Institut geht es um die Bewahrung der Menschheit, nicht um irgendeine bizarre Verschmelzung von Biologie und Technik. Das ist auch das Einzige, was das ganze Labor, ich habe ja schon gesagt, das erinnert sehr an Deus Ex, ist das Einzige, was es davon unterscheidet, weil in Deus Ex war halt der Fokus wirklich auf dem Cyborg, auf der Kybernetik. Und hier ist es mehr auf dem Erschaffen von Menschen aus dem Nichts. Direktorzugriff, Synth-Abschaltung. Okay. Nicht autorisierter Code des Direktors, ja. Wir könnten alle Synths damit ausschalten? Oder wie läuft das? Ja, das haben wir alles schon gelesen. Statusberichte, ja, haben wir alles Intos. Wieder ein paar mehr Infos. Finde ich super, allerdings würde ich gerne noch mehr finden. Ich glaube, dass wir in dem Raum hier noch nicht drin waren. Vielleicht finden wir hier noch ein Terminal versteckt. Nein, aber hier ist wieder so ein Knopf. Aber den kann man nicht bedienen. Das meine ich. Die Dinge habe ich schon woanders gesehen. Hier, das ist ein Globus verloren. Hier ist soweit nichts mehr. Das ist der Aufzug, über den wir reingekommen sind. Das ist auch interessant. Ja, dann können wir jetzt wieder nach oben und das heißt auch, dass der mittige Aufzug nichts mit dem Ganzen zu tun hat, von wo wir kamen, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall erstmal nach ganz oben wieder. Denn, ach, das ist die eine Tussi. Leute von draußen. Ja, wir haben noch zwei, in die Richtung noch zwei dieser Blöcke übrig, komplett von oben nach unten solche zu suchen. Und dann können wir uns mal ansehen, worum es hier geht. Hier. Alle Systeme normal. Ja, das sind wieder nichts die Walker. Die sehen halt aus wie Nick Valentine von der ganzen, vom ganzen Kladderadatsch im Gesicht her. Hier Sensoren, Applikatoren. Wir werden hier mit so viel Alu rausgehen, ich schwöre es euch. Wir werden keine Bedürfnisse nach Alu mehr haben. Wir haben so viel Alu aufgesammelt. Das Einzige, was ich mir noch mehr hier holen könnte und auch brauche, ist Keramik. Also da muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten. Ich meine, holy shit. Hier, Kauterisierer, Alu, nukleares Material schon. Da geht einem schon die Hose in Beulenform auf. Alu, Alu, Alu. Hier gibt es nur den Hightech-Loot. Also, ob wir hier ein Alu mitnehmen. Wie gesagt, ich muss noch die Aschenbecher mitnehmen, weil davon gibt es ja auch jede Menge. Also, die scheinen sehr viel zu rauchen hier. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha, was haben wir denn? Ja. Unglaublich überwältigende Geschichte. Also. Dein Hundebegleiter leidet dauerhaft 10% weniger Schaden. Ja, hätte besser sein können, aber have dog will travel. Super. Ja, aber noch nicht schlecht, dass wir das noch gefunden haben. So, hier ist nur Schrott. Das heißt, wir sehen uns den nächsten Raum weiter unten an oder fangen von unten aus an, weil wir eh nach oben müssen. Ist das der... Nee, das ist was anderes. Das ist nicht der Krankenhausbereich. In der Cafeteria hier waren wir noch nicht. Die Kaffeedosen nehme ich mal mit. Wer bist du? Hallo. Na, 0815, ja. Sag bloß nicht, in jedem Block gibt es noch eine Tür nach hinten. Ich glaube, die habe ich mir nicht einmal angesehen. Ja, dann können wir gleich nochmal den Rundgang machen. Oh mein Gott, das ganze Material. Holy shit. Nehme ich noch mehr Vorräte? Oh Mann. Also hier geht man mit dicken Taschen wieder raus aus dem ganzen Apparello. Oh Mann, wir haben es geschafft. Wir können... Kehrmaschine, ja. Wir können nicht mehr tragen. Und die Frage ist, habe ich wirklich irgendwas, was ich wieder wegwerfen kann? Ja gut, die Institutspistolen. Aber ansonsten müssen wir jetzt erstmal die Finger bei uns lassen.
Und ansonsten kriegen wir ein Problem mit unserer Fortbewegung, ja. Vielleicht, wenn wir hier drin irgendwie noch ein Level-Up erhalten. So unwahrscheinlich ist das nicht. Dass wir dann... Wir können es ja gar nicht skillen, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier der Perk, womit man mehr tragen kann. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Ja, starker Rücken, ja. Das kann noch ein wenig dauern. Und mich jetzt mit Buff-Out hier durchzwängen und abhängig werden, habe ich auch keine Lust drauf. Wobei, wir haben einen Arzt, der könnte die Abhängigkeit sofort heilen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Nehme ich mit. Ja, wir reden mal mit dem Kollegen hier. Jo. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Der ist neu. Aber... Doc? Willkommen. Willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Ich wollte schon sagen, der ist zwar neu, aber redet nicht mit uns, aber nach dem zweiten Mal ansprechen hat er doch Dialoge. Was machst du denn hier? Es wird etwas dauern, aber hier könnte es mir durchaus gefallen. Der einzige Ort, den ich mein Zuhause nennen will, wurde vor langer Zeit zerstört. Für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu viel Science Fiction. Ja, ich glaube, das ist am ehrlichsten. Der einzige Ort, den ich mein Zuhause nennen will, wurde vor langer Zeit zerstört. Oh, tut mir leid. Das muss für dich alles äußerst schwierig sein. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Na, sauber. Ja, ich meine, es ist ja auch gar nicht mal so wahrscheinlich gewesen, dass wir überhaupt hier ankommen. Ich meine, aus der Zeit, also durch die Zeit gereist zu sein in eine komplett neue Welt, die ein bisschen anders abläuft als die alte, und dann mit dem Willen, seinen Sohn zu finden, das harte Ödland zu überstehen, das ist schon hart. Aber ich denke, seine Kriegserfahrung wird ihm die nötigen Überlebenswege gezeigt haben. Jo, wer bist du? Es ist schwer, sich abzuheben, wenn man von Genies umgeben ist. Hallo. Dr. Watson glaubt nicht, dass ich für das Institut geeignet bin. Dem werde ich's zeigen. Liam versucht mir Robotik beizubringen. Bringt nix. Es ist komplizierter, als ich gedacht hatte. Ja, also wir sahen hier immer mehr Loot ab. Ich muss echt, wie gesagt, die Finger bei mir behalten. Wenn wir weiter so machen, dann haben wir echt noch Probleme, wenn wir vernünftige Sachen finden. So, auf der Ebene müssten wir... Ne, hier auf der Ebene waren wir noch nicht. Ja, worauf ich jetzt noch achte, sind halt Terminals. Nach draußen, ja. Terminals und... ja, einzigartige Magazine, Comichefte, Wackelpuppen und all so ein Scheiß. Weil den Rest, den können wir ja eh nicht mehr wirklich mitnehmen. Hier ist wieder eine Kackanlage mit großen Gläsern, wo man reinscheißen kann. Und ein Terminal. IO-Quartier, Privatterminal. Das ist interessant. Weil mit IO haben wir auch schon öfters, nicht verkehrt, aber geredet. Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren. Ich speichere mal vorher, weil ich nicht weiß, was das auch nur ansatzweise bedeuten könnte. Ja. Achtung, Sicherheitsvorkehrungen deaktiviert. Die persönlichen Daten auf Ihrem Terminal sind in Gefahr. Ja. Kann ich jetzt nochmal ran und da steht mehr drauf, oder? Vielleicht müssen wir nochmal an seinen Terminal in der SEB-Abteilung. Aber ich habe keine Ahnung, was das hätte jetzt bewirken können. Ich kann mir nicht vorstellen, an der Oberfläche zu leben. Hier in dem Raum waren wir schon. Das heißt, ab, ein Stockwerk nach oben und dann gehen wir nochmal in die SEB-Abteilung. So, ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin. Sieht aber auch nur aus wie so ein Elite-Zimmer hier. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ab in den letzten Komplex. Hier sollen wir tatsächlich, vermute ich, auch das Netzwerkrelais einschleusen. Netzwerkscanner, Holobahn, Netzwerk... Ja. Hier sollen wir hin. Na gut, sehen wir uns erstmal hier oben rum. Von oben nach unten kennen wir schon. Haben wir hier was? Juhu, ein Einzelbett. Und einmal nach draußen. Aschenbecher? Aschenbecher. Die liegen hier überall rum. Na gut, dann auf nach unten. Was haben wir hier? Wer bist du? Du bist neu. Ich versuche Schach zu lernen, aber der Computer besiegt mich immer. Ah, du Loser. Hi. Papa sagt, ich kann so gut mit Computern umgehen wie er. Wow. Bei den Runnern kriege ich das Gruseln. Die wirken, ich weiß nicht, kalt. Ich bin der wohl glücklichste Synth im Institut. Wieso? Als der erste persönliche Synth des Instituts versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen.
Was ist dein persönlicher Simp? Das finde ich bewundernswert. Das ändert nichts. Du bist, was du bist. Eine Maschine, die Maschinen dient. Die Menschen dient. Wenn alle persönlichen Simps so gut aussehen wie du, möchte ich auch einen haben. Wir können nicht echt den persönlichen Simp flachlegen. Wenn alle persönlichen Simps so gut aussehen wie du, möchte ich auch einen haben. Oh, danke. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dabei helfen kann, aber das Kompliment versüßt mir auf jeden Fall den Tag. Es war wirklich schön, Sie kennenzulernen. Sie lehnen sich bestimmt gerade noch ein, also lasse ich Sie mal damit weitermachen. Ich hätte es einfach nur klasse gefunden. Eve. Was?